Hi, ich bin Eugen Dietzer und ich darf euch zum Aufholz-Einführungsvortrag zur Fluiddynamik begrüßen. In diesem Video soll es erstmal darum gehen, euch in die Fluiddynamik einzuführen und zu zeigen, was im Aufholz-Seminar auf euch wartet. Ich würde gern starten mit der Frage, was ist Fluiddynamik überhaupt? Denn das ist wahrscheinlich noch ein recht unbekanntes Thema und wir würden gerne diese Frage klären, zuerst bevor wir richtig loslegen. Und zwar ist die Fluiddynamik, das besteht aus zwei Worten, Fluid und Dynamik. Das ist einfach die Beschreibung der Dynamik, also der Veränderung, der Bewegung kontinuierlicher, nicht fester Medien, das zum Beispiel Gase, Flüssigkeiten oder Plasmen sein könnten. Und was man in der Fluiddynamik macht, ist, man unterteilt sozusagen sein Fluid, seine Flüssigkeit zum Beispiel, in sogenannte Fluidelemente. Und diese sind recht klein, aber auch doch so groß, dass noch genügend Teilchen drin sind, dass man zum Beispiel eine Temperatur oder einen gewissen Druck zuordnen kann, was ja eigentlich statistische Effekte sind. Und wenn wir nun unsere Flüssigkeit in diese Fluidelemente unterteilt haben und dieses als wirklich als Kontinuum solcher Fluidelemente beschreiben können und diese zum Beispiel eine Geschwindigkeit besitzen, eine Temperatur, einen Druck und so weiter, dann können wir diesen Größen oder Feldern eben zeit- und ortsabhängig das Fluid beschreiben. Und die Dynamik, also auch die Bewegungsgleichungen, folgen dann aus den ganz bekannten Massen-, Impuls- und Energieerhaltungssätzen. Und es gibt zwei verschiedene Betrachtungsweisen in der Fluiddynamik, und zwar einmal nach Euler und nach Lagrange. Und zwar einmal bei Euler betrachtet man das Fluid aus dem Laborsystem von außen. Also man fixiert einen Punkt im Raum und betrachtet zum Beispiel die Zeitveränderung an diesem bestimmten Ort. Das heißt, die Fluidelemente fließen da durch und ich schaue mir an, wie verändern sich die Größen, zum Beispiel Druck oder die Dichte, was mit diesen allgemeinen Feldern A von T von X beschrieben wird. Und die Zeitveränderung, die Dynamik, beschreiben wir mit der normalen partiellen Zeitableitung, weil der Ort fest ist. Und bei Lagrange, andererseits, betrachten wir das System aus dem Ruhesystem eines Fluidelementes. Das heißt, wir setzen uns sozusagen in ein Fluidelement und fließen mit dem Strom und gucken nur, wie ändert sich die Größe innerhalb von einem Fluidelement, beziehungsweise das Feld. Und wir sehen hier, dass natürlich ist die Position nicht mehr fest, sondern wir müssen uns mitbewegen und damit müssen wir die partielle Ableitung durch die totale Zeitableitung oder die Lagrange'sche Ableitung ersetzen. Und die Umrechnung zwischen diesen beiden Systemen kann man mit der Kettenregel erreichen. Und diese Umrechnungsformel zum Beispiel werden wir dann auch im Seminar uns herleiten. Ihr seht vielleicht, hier taucht ein sogenannter Differentialoperator auf und ihr werdet sehen, dass wir im Laufe des Seminars auf viele recht kompliziert aussehende mathematische Ausdrücke treffen werden. Und die Gleichungen in der Fluiddynamik sind sehr oft beschrieben mit vektoriellen Gleichungen, Differentialoperatoren. Und deshalb ist ein bisschen eine Voraussetzung für diesen Vortrag, für die Fluiddynamik, dass man schon ein bisschen mit Vektorrechnung vertraut ist, wie sie zum Beispiel in der Elektrodynamik Anwendung findet. Wer also noch solche Sachen aufholen möchte, kann sich gerne die anderen Vorträge zur Elektrodynamik und den Maxwell-Gleichungen angucken. Denn da wird sowas wie die Rotation und Divergenz erklärt oder zum Beispiel dieses umgekehrte Dreieck, was den Navier-Operator eben darstellt. Aber was wir in der Fluiddynamik uns anschauen wollen und was wir eben sehen werden, benutzen können und im Seminar herleiten werden, ist zum einen die Kontinuitätsgleichung, eine sehr wichtige Gleichung in der Fluiddynamik und auch in der Elektrodynamik.
eigentlich in jeder Theorie die Felder beschreibt, also in jeder Feldtheorie. Dann werden wir die Euler-Gleichungen uns angucken. Wir werden sehen, dass der hydrostatische Druck und die Auftriebskraft sehr leicht zu interpretieren und herzuleiten sind. Dann werden wir die Bernoulli-Gleichung sehen, die eine sehr große Rolle auch spielt in der Fluiddynamik. Und dann kommen wir zur Viskosität, also der Reibung in Flüssigkeiten und der Navier-Stokes-Gleichung, die wirklich eine sehr allgemeine Gleichung darstellt und die Dynamik eines Fluids beschreibt. Und am Ende möchte ich euch noch ganz kurz etwas zur Oberflächenspannung und dem Kapillareffekt erzählen, weil der auch ab und zu eine Rolle spielt in der Physik-Olympiade. Gut, was wir uns zur Kontinuitätsgleichung anschauen werden, ist zum einen, dass es ganz leicht aus der Massenerhaltung folgt. Und da gibt es natürlich zwei verschiedene Darstellungsarten, einmal aus Euler-Sicht, also im Laborsystem heraus, und aus der Lagrange'schen Sicht. Und diese Gleichung, die erste Gleichung, wirkt vielleicht recht kompliziert auf den Anfang. Wir haben hier die partielle Zeitableitung der Dichte. Rho ist die Dichte. Dieses Zeichen ist der Navier-Operator und das wirkt mit einem Skalarprodukt auf die Geschwindigkeit multipliziert mit der Dichte. Und diese Größe hier bezeichnen sehr intuitiv, also das ist die Dichte mal die Geschwindigkeit des Stromes. Das heißt, wir haben hier sowas wie eine Stromdichte, einen Fluss. Und was ich hier unten aufgezeichnet habe, ist etwas intuitiv veranschaulicht, was die Divergenz und die Rotation ist, also diese zwei Operatoren auf ein Vektorfeld V. Und zwar, weil was wir in der Kontinuitätsgleichung haben, ist die Divergenz, die uns angibt eben, ob ein Strom Quellen oder Senken enthält. Und in dem Fall lässt sich jetzt die Kontinuitätsgleichung sehr einfach interpretieren, denn eine zeitliche Veränderung der Dichte kann nur einhergehen mit einem Rein- oder Rausströmen von zusätzlicher Dichte. Das heißt, diese Gleichung, obwohl sie so kompliziert aussieht, lässt sich sehr einfach und sehr gut interpretieren. Und die Lagrange'sche Gleichung, oder beziehungsweise die Lagrange'sche Sichtweise ist komplett äquivalent. Bloß man kann hier einfach sehen, dass wenn ein Fluid stationär ist, das heißt, sich die Dichte überhaupt nicht ändert, dann heißt das eben, dass der Fluss hat eben keine Quellen oder Senken. Das heißt, das Fluid ist inkompressibel. Das kann man daraus zum Beispiel folgern. Eine andere Gleichung, die sehr oft als Kontinuitätsgleichung auch bezeichnet wird und die zum Beispiel auch viel öfter Anwendung findet als die letzte Gleichung, die ich euch gezeigt habe, ist die folgende. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass ein Volumenstrom durch so ein Rohr fließt mit verschiedenen Querschnittsflächen einfach, dann ist intuitiv schon klar, beziehungsweise es folgt einfach aus der Massen- und Volumenstromerhaltung, dass wenn ich einen Volumenstrom habe, der durch eine größere Fläche fließt, dann muss das nicht so schnell fließen, als dass wenn ich eine kleine Querschnittsfläche habe, muss viel schneller durchfließen, um dieselbe Masse pro Zeit durchfließen zu lassen. Oder Volumenstrom eben. Und bei konstanter Dichte folgt eben diese untere Gleichung, die hier steht, V1 A1 gleich V2 A2. Das ist eine sehr bekannte Gleichung und die findet sehr oft Anwendung, auch in der Physik-Olympiade zum Beispiel. Wichtig aber anzumerken ist, dass es eben nur für inkompressible Flüssigkeiten gilt und stationäre Strömungen. Also eben die von außen in jedem Abschnitt gleich aussehen und nicht turbulent fließen zum Beispiel. Gut, nachdem wir uns das hergeleitet haben,
schauen wir uns die Euler-Gleichungen an. Und im ersten Schritt hatten wir ja die Massenerhaltung verwendet. Und wir werden sehen, dass die richtigen Bewegungsgleichungen, also wie bewegt sich das Fluid, folgen dann aus der Impulserhaltung. Und was wir dann machen werden, ist ein Kräftegleichgewicht ansetzen von Druckkraft und anderen externen Kräften. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall nur der Gravitation. Und hier bei den Euler-Gleichungen, dann vernachlässigen wir erstmal viskose Reibung. Das heißt, die Euler-Gleichungen beschreiben ein reibungsfreies Fluid. Und hier zum Beispiel sehen wir schon, aha, das muss wohl aus der Gravitationskraft kommen. Hier sehen wir einen Druckgradienten. Damit haben wir sozusagen die Druckkraft beinhaltet. Und das hier folgt aus dem Ansatz externe Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Also hier sozusagen haben wir unseren Beschleunigungsterm drin, was man auch hier in der zeitlichen Ableitung der Geschwindigkeit sieht. Okay, und aus diesen Euler-Gleichungen lässt sich auch zum Beispiel sehr einfach die bekannte Formel für den hydrostatischen Druck herleiten. Diese Formel P, also der Druck in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe H, dass das gleich Rho GH, also die Dichte der Flüssigkeit mal die Gravitationskonstante mal die Eindringtiefe. Das ist eine sehr bekannte Gleichung und auch sehr, sehr wichtig für viele Aufgaben in der Physik-Olympiade. Und wenn man nun diese Formel hat für den hydrostatischen Druck, dann ist es auch nicht mehr schwer, die Auftriebskraft sich herzuleiten. Denn man sieht, dass der Höhenunterschied hat einen anderen Druck auf der unteren und oberen Seite des Körpers. Und deshalb ergibt sich eine Druckdifferenz, die im Endeffekt dann auf die Fläche wirkt und damit eben eine Kraft verursacht, die nach oben zeigt. Weil der Druck unten höher ist als oben. Und damit bekommen wir auch schon das archimedische Prinzip, denn wir sehen hier, dass die Dichte der Flüssigkeit multipliziert mit dem Volumen des Körpers, na, das entspricht wohl der verdrängten Flüssigkeit. Das heißt, die Auftriebskraft, die wir haben, ist gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Und das ist genau das archimedische Prinzip, was auch zum Eureka-Moment geführt hat damals. Okay. Und die Bernoulli-Gleichung, die beschreibt stationäre Strömungen auch und für inkompressible Fluide und kann sozusagen als Energieerhaltung gesehen werden. Denn wir sehen hier unseren Term, unseren kinetischen Term, ein halb V². Dann haben wir hier einen Druckterm. Das ist sowas wie eine Druckenergie und eine Gravitationsenergie. Und dieser Ausdruck muss konstant sein und damit haben wir eine Art Energieerhaltung, die aber etwas also normiert ist mit der Dichte. Und genau, und diese Gleichung findet wirklich in sehr vielen Problemen Anwendung und erklärt sehr viele fluiddynamische Phänomene. Wie zum Beispiel im ersten Punkt, man kann damit zum Beispiel berechnen, wie schnell strömt eine Flüssigkeit aus einem Behälter aus. Also man hat eine gewisse Füllhöhe, es wirkt die Gravitationskraft drauf, ich mache ein kleines Loch rein, wie schnell fließt das Fluid raus. Dann im zweiten Punkt, bestimmt habt ihr auch schon gesehen, dass man mit der Durchfließgeschwindigkeit durch ein Rohr kann man den Druck anpassen. Also das heißt, je schneller ein Fluid fließt, desto kleiner ist der Druck an dieser Stelle, was zum Beispiel auch hier ersichtlich ist. Und bei größeren Querschnittsflächen, also kleineren Flussgeschwindigkeiten, haben wir einen höheren Druck an der Stelle, was auch zu einer höheren Aufstiegshöhe führt. Und der dritte Punkt ist der bekannte Bernoulli-Effekt. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel zwei Folien habt und die nah aneinander haltet und zwischen rein pustet, dann könnte man ja erwarten, dass man durch
einen Strom von Luftteilchen die Folien auseinanderdrückt irgendwie. Aber es passiert genau das Gegenteil. Und zwar, was auch eben auch ersichtlich ist, durch die schnelle Durchflussgeschwindigkeit erniedrigt sich der Druck zwischen den Folien. Es wirkt eine Kraft von außen und damit werden die Folien oder die Stäbchen zusammengedrückt. Das ist auch genau das, was man zum Beispiel am Bahnhof erlebt, wenn man sehr nah am Gleis steht und ein Zug kommt. Dann ist es eben sehr, sehr gefährlich, nah dran zu stehen, weil der Luftstrom zwischen Zug und euch zieht euch zum Zug hin. Und deshalb findet man zum Beispiel unter anderen Gründen natürlich auch, aber findet man diesen weißen Streifen am Bahnhof, der einen warnt, nicht zu nah am Zug zu stehen. Und dann zum Abschluss betrachten wir die Viskosität, also wirklich mal Reibung intern in einem Fluid und die Navier-Stokes-Gleichung, die die Bewegung eines Fluids und die Dynamik beschreibt. Und woher kommt eigentlich die interne Reibung und Viskosität von Fluiden? Zunächst, also die Viskosität ist mit diesem Formelzeichen eta bezeichnet. Und man kann das so sehen, dass man sein Fluid in verschiedene Schichten aufteilt. Und wie bei einem Stück Gelee zum Beispiel, wenn man das zwischen zwei Platten einklemmt und versucht, an der Oberseite zu ziehen, dann wird man ja feststellen, dass sich erstmal die Schicht, die oben dran liegt, mitbewegt und dann es braucht eine gewisse Zeit, bis der Impulsübertrag auch unten ankommt. Und genauso verhält es sich eben bei Fluiden. Und man kann das als Reibung zwischen den unterschiedlich schnell bewegten Schichten auffassen. Und wir werden sehen, dass diese eben proportional zur Geschwindigkeit sind und zur Fläche, auf der sie aufliegen, was etwas anders ist als zur klassischen Reibungskraft. Und damit lässt sich dann einfach dieser eine Reibungsterm hinzufügen zu den Euler-Gleichungen und dann bekommen wir die Navier-Stokes-Gleichung, was auch noch eigentlich eine recht vereinfachte Gleichung ist, weil diese gilt dann auch nur für inkompressible Fluide und stationäre Flüsse und so weiter, also unter bestimmten Bedingungen auf jeden Fall. Und also wir sehen hier, dass es die Euler-Gleichung oder die Euler-Gleichungen, weil sie eben vektorieller Form sind, das heißt drei Komponenten enthalten. Und der einzige Term, der hinzukam, ist genau dieser, der auch die Viskosität enthält. Und hier sehen wir, das ist kein Geschwindigkeitsunterschied, dieses Delta, das ist der Laplace-Operator. Also sozusagen ein Produkt von zwei Nabla-Operatoren, also ein Differentialoperator. Die Gleichung ist auch wirklich recht kompliziert und lässt sich nur in sehr wenigen Fällen und unter starken Vereinfachungen analytisch lösen. Also wenn man wirklich Wirbel betrachten will und in Flüssigkeiten, dann muss man wirklich mit numerischen Lösungen da dran gehen. Aber in ein paar Spezialfällen lässt sie sich auch analytisch lösen. Und hier zum Beispiel ist auch sehr schön zu betrachten, was denn der Unterschied zwischen einer laminaren und turbulenten Strömung ist. Wir werden im Zusammenhang mit der Navier-Stokes-Gleichung und der Viskosität auch die Reynolds-Zahl einführen, die eben ein Maß ist für turbulente oder laminare Strömung. Eine niedrige Reynolds-Zahl oder eine hohe Viskosität, das wird eben ein laminarer Strom. Es ist viel Reibung da, die Flüssigkeit kann sich kontinuierlich bewegen. Und bei einer niedrigen Viskosität oder hohen Reynolds-Zahl, da zum Beispiel reichen schon kleine Störungen im Strom aus, um Wirbel zu erzeugen und diese ganze Strömung chaotisch zu machen. Und diese zwei verschiedenen Regime sind auch wirklich physikalisch mit ihren Effekten sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel beschreibt die Stokesche Reibungskraft, das hat man zum Beispiel sehr oft, wenn man eine Kugel in eine dickflüssige Flüssigkeit fallen lässt
und sie dann dort eintaucht und dann kontinuierlich zum Boden fällt. Dann ist der Strom um die Kugel herum kontinuierlich und laminar eben, nicht turbulent. Und dann kann man die Reibungskraft, die eben auf diese Kugel wirkt, mit Radius r in Abhängigkeit von der Viskosität und deren Fließgeschwindigkeit v beschreiben. Und anders beim Luftwiderstand zum Beispiel, wenn ein Körper mit einer hohen Geschwindigkeit durch die Luft fliegt, dann verhält sich eben der Reibungswiderstand, der Luftwiderstand, sehr anders. Denn wir sehen hier, es geht mit V² und nicht nur mit V. Und es spielen auch andere Parameter eine Rolle, und zwar zum Beispiel der CW-Wert, also wie ist die Oberfläche des Körpers beschaffen. Ist sie aerodynamisch, ist sie nicht aerodynamisch? Und das ist genau der Parameter, den wir hier für den Luftwiderstand haben, der uns angibt, dass ja, ein LKW ist nicht so aerodynamisch wie ein Sportwagen zum Beispiel. Und je kleiner der CW-Wert ist, desto kleiner ist also die Reibungskraft und damit desto aerodynamischer ist ein Körper. Und es hängt noch natürlich von der Dichte des Mediums ab, in der man sich bewegt, in dem man sich bewegt. Und der Querschnittsfläche A. Genau. Und dann kommen wir auch schon am Ende zur Oberflächenspannung und dem Kapillareffekt. Und da werde ich euch einfach nur sagen, wie die Oberflächenspannung definiert ist. Und zwar, wenn man sich das so anschaut und eine kleine Flüssigkeitsschicht zwischen diesem Bügel hat, zwischen dem Bügel der Länge L zum Beispiel, der Breite L, dann braucht man immer eine kleine Kraft, um diese Seifenblasenschicht zum Beispiel zu vergrößern. Und die Definition der Oberflächenspannung Sigma ist, dass pro Flächenveränderung muss sich eine gewisse Energie aufwenden. Das heißt, die Oberflächenspannung ist definiert als Energieänderung pro Flächenänderung. Und im Falle des rechten Aufbaus hier, also diesem Bügel und der Seifenblasenschicht, die ich nach rechts ziehen will, haben wir für die verrichtete Arbeit, also die verrichtete Energie W, die hängt zusammen mit der Kraft F, die ich aufwenden muss. Und die Fläche, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, man muss immer vorne und hinten mit berücksichtigen. Man erzeugt ja immer zwei Flächen, das heißt die Vorder- und Rückseite. Und damit haben wir für die Oberflächenspannung für so eine rechteckige Seifenblasenschicht einfach die Kraft, mit der ich ziehen muss, F durch 2L. Und die Formel ist recht einfach. Für zum Beispiel eine Seifenblase, also wirklich eine Kugel, da wäre die Formel etwas anders und das kann man wirklich dann immer anpassen. Dann mit der Oberflächenspannung kann man dann zum Kapillareffekt kommen. Der hängt sehr mit der Oberflächenspannung zusammen, wie man eben hier sieht, und dem Winkel Theta, der eben beschreibt, wie sich die Flüssigkeit anheftet an ein kleines Kapillar mit dem Radius r. Und der Kapillareffekt und die Oberflächenspannung sind auch im Alltag recht wichtige und faszinierende Effekte. Also zum Beispiel können Insekten sich auf Wasser fortbewegen, weil sie eben so kleine Füße haben, ein kleines Gewicht. Und das reicht schon aus, die Oberflächenspannung des Wassers reicht aus, um diese Insekten zu tragen. Also Menschen können zwar nicht auf dem Wasser laufen, aber kleine Insekten kann die Oberflächenspannung schon tragen. Und hier sehen wir zum Beispiel wieder, also der Druckunterschied, mit welchem Druck wird eben die Flüssigkeitssäule hier hochgezogen ins Kapillar. Mit der Formel für den hydrostatischen Druck können wir aber auch eine Steighöhe h ausrechnen. Und das heißt, viele Formeln hängen sehr
gut miteinander zusammen und man kann aus dem einen sehr leicht die andere Größe berechnen. Und das ist das Schöne an der Fluiddynamik und an der Physik im Allgemeinen. So, und am Ende möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben zu einer Physik-Olympiade-Aufgabe, die vor einiger Zeit, also das war die zweite Runde der Auswahl zur IFO 2016. Und dort hat man sich ein Problem angeguckt, was man zum Beispiel auch sehr gut aus dem Alltag kennt. Also so ein Kugelbrunnen, der unten von einer kleinen Wasserschicht getragen wird. Und in dieser Aufgabe hat man sich eben diesen Freizeitspaß im Prinzip also als Modell genommen und versucht, das eben auszurechnen. Und dazu nimmt man zum Beispiel eine etwas vereinfachte, einen etwas vereinfachten Aufbau an. Und zwar betrachtet man dann einfach hier einen Zylinder und trotzdem also einen Volumenstrom Q, der um diese Zylinder, um diese Kugel herum fließt und eben genau diese Kugel tragen kann und sogar so also den Reibungswiderstand zwischen dem Untergrund und der Kugel selber so verringern kann, dass man die Kugel sogar per Hand einfach drehen kann und sie sehr beweglich sein wird. Und in dieser Aufgabe geht es auch darum, wirklich aus fluiddynamischer Sicht und mit der Navier-Stokes-Gleichung. Hier hat man zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt aus dem Strom der Flüssigkeit um diese Kugel und den Untergrund herum. Und ich empfehle diese Aufgabe wirklich jedem mal sich anzugucken und durchzurechnen. Es ist wirklich etwas knifflig, aber auf jeden Fall sehr spannend, dann wirklich herzuleiten, wie sieht denn das Geschwindigkeitsprofil hier aus im Strom und zu erkennen, dass, aha, es strömt nicht alles mit derselben Geschwindigkeit durch. In diesem kleinen Spalt geht sehr viel vor sich. Es ist alles sehr, sehr spannend, das zu erkennen und mal wirklich zu berechnen. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Erfolg beim Ausprobieren der Aufgabe, bei der Vorbereitung auf das Seminar und wir sehen uns dann dort. Bis dann!